Ja, als nächstes wollen wir uns den Satz von Picard Lindelöf anschauen. Und den kennen Sie bereits aus der Analysis 2. Er garantiert die lokale oder globale eindeutige Lösbarkeit von Anfangswertaufgaben. Und wenn ich ehrlich bin, der einzige Grund, warum ich den hier wiederhole und Ihnen nochmal präsentiere, ist, wir können einfach den Fixpunktsatz von Banach da nochmal wiederholen und hier ein sehr schönes Beispiel uns dafür anschauen. Also zunächst mal, worum geht es im Satz von Picard Lindelöf zur Motivation? Schauen wir mal auf folgendes kleines Lemma. Und zwar setzen wir x mal als die stetigen Funktionen auf dem Intervall AB mit Werten im R hoch n zusammen mit der Unendlichnorm. Da wissen wir bereits, dass dieses x ist vollständig und das haben Sie irgendwann mal in der Analysis 2 gelernt. Jetzt betrachten wir eine Anfangswertaufgabe. Das heißt, das sei alles jetzt wie bei den Anfangswertaufgaben. Wir betrachten Anfangswertaufgabe y' von t gleich f von t, y von t auf dem Intervall AB. Mit der Anfangsbedingung y von a gleich y0. Wir definieren jetzt mal eine Funktion g aus den stetigen Funktionen in die stetigen Funktionen und zwar durch g von y von s gleich y0 plus Integral a bis s f von t und y von t dt. Und Sie sehen sofort, ja, tatsächlich, wenn das y stetig ist, dann ist auch das g von y stetig. Das heißt also, das hier ist eine vernünftige Abbildung von x nach x. Okay, dieses, was wir hier auf der rechten Seite stehen haben, das ist einfach die rechte Seite der Integraldarstellung der Anfangswertaufgabe. Das heißt also, ein y-Querelement x ist genau dann Lösung der Anfangswertaufgabe, wenn gilt y-Quer von s gleich y0 plus a von und so weiter. Das heißt also, wenn y-Quer gleich g von y-Quer ist. Mit anderen Worten, genau dann, wenn y-Quer ein Fixpunkt ist von g. Ja, und der Beweis geht einfach mit der Integraldarstellung der Anfangswertaufgabe. Okay, das bedeutet, wenn wir die Voraussetzungen des Fixpunktsatzes von Banach für diese Funktion g zeigen können, dann gibt es genau einen Fixpunkt von g und das bedeutet, es gibt genau eine Lösung der Anfangswertaufgabe und wir sind fertig. Okay, gut, also das ist jetzt unser Plan. Wir wollen für g die Voraussetzungen also die Voraussetzung des Fixpunktsatzes von Banach prüfen und wollen zeigen, dass die gelten. Okay, beginnen wir zunächst mal mit einer kleinen Definition, und zwar eine Funktion f aus einem Definitionsgebiet d in einen Raum x heißt Lipschitz-stetig mit Lipschitz-Konstante L, genau dann, wenn gilt f von x minus f von y in der Norm ist kleiner gleich L mal die Norm von x minus y und das soll gelten für alle x und y-Elemente. Zunächst mal sollten Sie sagen, Moment, das habe ich doch schon mal gesehen. Genau, nämlich dann, wenn L kleiner ist als 1, dann ist F kontrahierend. Dann haben wir hier genau die Definition von kontrahierenden Funktionen. Ja, und genau wie bei den kontrahierenden Funktionen kann man jetzt hier zwei einfache Folgerungen machen. Und zwar das erste ist, eine Lipschitz-stetige Funktion ist auch stetig. Und das zweite ist, wenn d konvex und kompakt ist und f stetig differenzierbar, dann ist f auch Lipschitz stetig mit der Lipschitz-Konstanten L gleich, ja, Supremumsnorm von f'. Und das beweist man einfach alles genauso, wie wir das schon bei Kontraktionen, bei kontrahierenden Funktionen gemacht haben. Noch eine kleine Bemerkung. Wir betrachten mal hier die Funktion f von y gleich 1 plus y Quadrat. Naja, um jetzt offensichtlich ist 1 plus y Quadrat stetig differenzierbar. Aber um unseren Satz von 3, also unsere Bemerkung 3 anwenden zu können, brauchen wir jetzt, dass das Grundgebiet das Definitionsgebiet von f kompakt ist. Das heißt also, in diesem Fall brauchen wir insbesondere, dass es beschränkt ist. Und tatsächlich ist diese Funktion genau dann Lipschitz-stetig, wenn d beschränkt ist. Und das Problem dabei ist,
Ja, und das Problem ist also eine Funktion f, also die Funktionen f sind im Allgemeinen nicht global Lipschitz-stetig, sondern nur auf kleinen Abschnitten, auf kleinen Intervallen Lipschitz-stetig. Und das müssen wir nachher bei unseren Beweisen irgendwie berücksichtigen. Okay, gut, also wir formulieren also den Satz von Picard-Lindelöf und der sagt aus, sei erstmal alles wieder wie vorhin, dass wir betrachten eine Anfangswertaufgabe, bei der f stetig ist und zusätzlich Lipschitz stetig in der zweiten Variablen. Und Lipschitz stetig in der zweiten Variablen soll heißen, naja, genau das, was wir gerade definiert haben, die Norm von f von t und y1 minus f von t und y2 ist kleiner gleich l mal die Norm von y1 minus y2 für alle t aus dem Intervall ab und für alle y1 und y2 aus g, also auf dem gesamten Definitionsgebiet von f. Okay, ich behaupte, dann gibt es ein Epsilon größer 0, sodass die Anfangswertaufgabe y' von t gleich f von t, y von a gleich y0 eine eindeutige Lösung auf dem Intervall i epsilon gleich am Intervall a bis a plus epsilon besitzt. Okay, ups, na, das mache ich mal wieder rückgängig. Jawohl. Okay, wie können wir das beweisen? Ne, der Beweis ist einfach, aber leider etwas länglich. Zunächst mal, wir hatten vorausgesetzt, dass das G offen ist, also das G aus der Definitionsmenge von auf dem Definitionsmenge von f. Naja, wenn G offen ist und y0 aus G, dann gibt es insbesondere eine abgeschlossene Kugel B um y0 mit einem Radius Delta, die ganz in G liegt. Diese Kugel ist für uns wichtig, insbesondere ist B abgeschlossen. Das heißt auch, I Kreuz B ist abgeschlossen und natürlich beschränkt. Ja, das Intervall ist beschränkt, unsere Kugel ist auch beschränkt. Ja, und wenn das abgeschlossen und beschränkt ist, dann ist das Teilmenge des R auch n plus 1 kompakt. F ist eine stetige Funktion nach Voraussetzung und das bedeutet, dass das Supremum von F über das gesamte Definitionsgebiet, das heißt T-Element I, Y-Element B, F von T, Y, kleiner ist als unendlich, denn dieses Supremum wird tatsächlich angenommen. Okay, gut, sei jetzt Q irgendeine Zahl mit 0 kleiner Q kleiner 1. Und wir definieren uns unser Epsilon als das Minimum von B minus A, Q durch L und Delta durch M. Ja, und das sind jetzt alles drin, was wir haben. Dass die A und B sind die Intervallgrenzen. Q ist diese Zahl zwischen 0 und 1. L ist die Lipschitz-Konstante. Delta ist die Größe dieser Kugel, die noch ganz in G liegt. Und das M hier vorne ist das Supremum von F. Okay, erstmal diese erste Bedingung hier vorne, die stellt erstmal sicher, dass das I-Epsilon tatsächlich eine Teilmenge ist von dem Intervall AB. Das heißt also insbesondere ist F in der ersten Variable auf I-Epsilon vernünftig definiert. Okay, jetzt definieren wir uns unser G genau wie in dieser Vorbemerkung vorhin. Also, wir definieren uns unser X als die stetigen Funktionen, ja nicht auf dem ganzen Intervall AB, aber auf dem Intervall I Epsilon von A bis A plus Epsilon mit Werten im R hoch N und versehen das Ganze mit der Supremumsnorm. Und ich habe vorhin schon die Bemerkung gemacht, dann ist X tatsächlich vollständig. Okay, außerdem definieren wir uns unsere Funktion g auch wie oben. Das heißt, die geht von den stetigen Funktionen in die stetigen Funktionen. Und wir definieren g von y von s, was dieser komische Strich da vorne macht, weiß ich nicht. Ah, nein, das ist gar kein Strich, sondern es ist eine Klammer. G von y von s definieren wir uns als y0 plus Integral a bis s, f von t, y von t dt, ja, die rechte Seite aus der Integraldarstellung der Anfangswertaufgabe, genau wie wir es oben schon gemacht haben. Und das macht jetzt natürlich noch Sinn für s aus i epsilon. Okay, zunächst mal, und wir wollen natürlich alle vier Voraussetzungen des Fixpunktsatzes von Banach nachrechnen und die gehen wir jetzt einfach alle nach und nach durch. Erstmal gilt, dass x ist vollständig, check, haben wir vorhin schon gesagt. Dann haben wir immer uns eine Teilmenge von x, eine Teilmenge von x gesucht, die vernünftig war und auf der das g eine Selbstabbildung war.
Und wir haben schon oben gesehen, im Allgemeinen sind Funktionen nicht global Lipschitz-stetig. Das heißt, wir müssen uns auf ein kleines Intervall oder auf eine kleine Kugel einschränken. Und das machen wir hier auch. Wir definieren uns unser Definitionsgebiet D als die stetigen Funktionen auf dem Intervall I Epsilon mit Werten in B. Okay, gut. Ne? Das heißt also, dass D enthält die Funktionen, für die gilt Y von S ist Element B für alle S aus I Epsilon. Okay, zunächst mal, was müssen wir zeigen nach dem Fixpunktsatz von Banach? Wir müssen zeigen, dass D ist abgeschlossen. Wie zeigt man das? Naja, man nimmt eine Folge in D her und nimmt an, dass diese Folge konvergiert. Das X ist vollständig, also konvergiert es gegen ein Y aus X. Und wir müssen zeigen, dass das Y auch wieder in D liegt. Okay, zunächst mal gilt das yn von s minus y von s zum Betrag ist kleiner gleich der unendlichen Norm, kleiner gleich der Supremumsnorm von yn minus y. Naja, wir haben aber gerade vorausgesetzt, dass yn konvergiert gegen y bezüglich der Supremumsnorm, das ist die, die wir hier betrachten. Das heißt also, das hier konvergiert gegen 0. Und das bedeutet insbesondere natürlich, dass yn von s gegen y von s konvergiert. Okay, jetzt ist aber das yn von s in b. B ist abgeschlossen und das bedeutet, auch der Limes liegt wieder in b. Das heißt also, y von s liegt in b. Naja, und wenn für jedes s das y von s in b liegt, bedeutet das, dass y eine Funktion ist von i epsilon mit Werten in b. Und das heißt, y ist ein Element von d. Okay, mit anderen Worten, das d ist abgeschlossen. Okay, gut. Nächster Punkt. Wir müssen zeigen, dass g ist eine Selbstabbildung auf d. Okay, sagen wir also jetzt, nehmen wir also ein y aus d her, ein s-Element i epsilon und wir wollen natürlich zeigen, g von y liegt wieder in d. Okay, wir betrachten das g von y von s minus y0 und setzen die Definition von g ein, da fällt das y0 hier vorne weg und das Einzige, was überbleibt, ist das Integral a bis s, f von t, y von t dt. Die Norm ziehen wir rein, dann ist das hier kleiner gleich Integral a bis s, die Norm von f von t, y von t dt. Naja, und jetzt wissen wir aber, dieser Betrag, diese Norm hier vorne nimmt ihr Maximum an an der Stelle m, nein, nimmt nicht, sondern die ist kleiner gleich m, ja, so hatten wir das m gerade definiert. Das heißt, was hier steht, ist kleiner gleich m mal die Intervalllänge s minus a. Naja, und das s kann höchstens Epsilon werden, s minus a kann höchstens a plus s kann höchstens a plus Epsilon werden, das heißt also s minus a kann höchstens Epsilon werden und das heißt, das hier ist kleiner gleich m mal Epsilon und wir hatten das Epsilon kleiner gleich Delta durch m gewählt, also ist das hier kleiner gleich Delta. Okay, gut, das heißt also, das g von y von s für jedes s ist von dem y 0 um maximal Delta entfernt. Naja, aber das B, das war die Kugel um Y0 mit Radius Delta. Das heißt also, das bedeutet, das G von Y von S liegt in B. Und das bedeutet insbesondere, das G von Y hat nur Werte in B. Und damit liegt das G von Y in D. Und mit anderen Worten, das G ist eine Abbildung von D nach D und ist damit eine Selbstabbildung. Okay, letzte Bedingung, eigentlich die wichtigste, nämlich das G ist kontrahierend. Und wie ging das nochmal? Dazu nehmen wir uns jetzt zwei Funktionen aus D vor. Und wir müssen natürlich zeigen, dass die Norm von G von U minus G von V kleiner gleich Q mal die Norm von U minus V ist. Und da wir überall die unendliche Norm betrachten, müssen wir die auch hier tatsächlich nehmen. Okay, gut. Also wie ist die Supremumsnorm definiert? Das ist das Supremum über alle S-Element i Epsilon, g von u von s minus g von v von s und davon die Norm. Okay, ich setze hier zunächst mal die Definition ein. Ja, da steht hier ein y0 plus Integral minus y0 minus das Integral. Das y0 fällt weg. Und ja, es bleibt einfach nur über das Integral von a bis s, f von t, u von t minus f von t, v von t dt und davon der Betrag oder die Norm. Okay,
Dann können wir hier zunächst mal die Norm wieder reinziehen, genauso wie wir das oben gemacht haben. Ja, das heißt also, ich habe einfach nur die Norm reingezogen, dann wird das hier vorne kleiner gleich. Ja, und jetzt können wir anwenden, dass unsere Funktion ja Lipschitz-stetig ist im zweiten Argument. Das heißt also, f von t, u von t minus f von t, v von t ist kleiner gleich L mal u von t minus v von t. Alles in der Norm natürlich. Okay, gut. Also erstmal kann ich das hier vorne hinschreiben. Und außerdem, naja, wie groß kann dieses s hier oben maximal werden? Das s kann maximal a plus epsilon werden. Und wenn ich das hier einfach mal das s durch a plus epsilon ersetze, dann wird das auch, was hier steht, bestimmt höchstens größer. Okay, gut. Das heißt also, das ist kleiner gleich dem Integral a bis a plus epsilon L mal Norm u, minus, u von t minus v von t. Ja, und die Norm von u von t minus v von t ist kleiner gleich u minus v in der Supremumsnorm. Das setzen wir hier vorne auch wieder ein und erhalten insgesamt, das ist kleiner gleich L mal die Intervalllänge, das ist epsilon, mal die Norm von u minus v in der Unendlichnorm. Und naja, wir hatten das Epsilon kleiner gleich Q durch L gewählt und damit erhalten wir, dass am Ende, ja, ich ziehe das nochmal runter, dass am Ende G von U minus G von V in der Supremumsnorm kleiner gleich Q mal Norm U minus V in der Supremumsnorm ist und das heißt nichts anderes als G ist kontrahierend. Okay, und damit sind wir fertig. Ja? Jetzt haben wir alle Voraussetzungen des Fixpunktsatzes von Banach nachgerechnet. Es gibt genau einen Fixpunkt und das heißt also, es gibt auch genau eine Lösung der Anfangswertaufgabe auf diesem Intervall i Epsilon von a bis a plus Epsilon. Jetzt ist das ein bisschen wenig frustrierend. Der sagt mir, es gibt ein Intervall, aber er sagt mir nicht, wie groß dieses Intervall tatsächlich ist. Und tatsächlich muss man diesen Beweis nur minimal modifizieren und erhält den globalen Satz von Picard-Lindelöf. Das heißt, also sei alles wie oben. Das heißt also, f insbesondere stetig und Lipschitz stetig in der zweiten Variablen. Und zusätzlich sei m mal b minus a kleiner gleich Delta. Und dann ist die Aussage, dann existiert eine Lösung der Anfangswertaufgabe auf dem gesamten Intervall a, b. Und wenn Sie sich die Voraussetzungen oben mal anschauen, dann ist die Behauptung im Grunde hier, naja, man kann auf diese Bedingung y kleiner gleich q durch l verzichten. Und wofür haben wir die gebraucht? Naja, die haben wir hier vorne gebraucht, um die Kontraktionseigenschaft nachzurechnen. Und tatsächlich die Idee, was man tun muss, ist, man nimmt hier vorne nicht die Supremumsnorm, sondern man nimmt eine etwas gewichtete Supremumsnorm und bekommt dann tatsächlich eine bessere Abschätzung. Und den Beweis finden Sie zum Beispiel in meinem Skript zur numerischen Analysis. Okay, aber der Satz bringt einem hier keine weitere Erkenntnis, deshalb verzichte ich hier auf den Beweis. Aber eine wichtige Folgerung wollen wir uns anschauen. Und zwar haben Sie vielleicht gemerkt, dass ich vorhin eine Aussage hier vorne rot angemarkert habe und die möchte ich mir nochmal anschauen. Hier stand G für die Norm von G von Y von S minus Y0 ist kleiner gleich M mal S minus A. Naja, also für die Lösung y quer, das gilt, das ist ein Fixpunkt von g. Das heißt also, da steht hier y quer von s minus y0 ist kleiner gleich m mal s minus a in der Norm. Okay, gut, schauen wir uns das an. Das heißt also erstmal, es gilt, so, hier vorne, ja, gucken wir uns mal diese schöne Grafik an. Y quer von s minus y von s ist kleiner gleich m mal s minus a. Das ist genau das, was wir gerade oben gesehen haben und was wir vorher beim Beweis benutzt hatten. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet für n gleich 1. Na, für n gleich 1 bedeutet das nichts anderes, als dass dieser Graph y quer von s, also s y quer von s, der muss liegen in einem Dreieck, das seine Spitze hier vorne hat bei a y 0, naja, und das hier begrenzt ist durch die Geraden mit Steigung m, diesen Punkt hier vorne losgehen, und die Gerade mit Steigung minus m, die hier vorne in diesem Punkt losgeht und hier vorne die Gesamt bis gerade zum Ende geht des Intervalls, also gerade bis b geht. Okay, das heißt also, die Bedingung dafür, dass eine Lösung auf dem gesamten oder nicht die Bedingung, eine hinreichende Bedingung für die Lösbarkeit einer Anfangswertaufgabe auf dem gesamten Intervall ist,
dass dieser Kegel oder dieses Dreieck komplett im Definitionsgebiet von F liegt. Ja, das ist genau äquivalent zu diesem globalen Satz, den wir gerade formuliert haben. Okay, so, jetzt habe ich schon wieder was verloren. Okay, gut. Und warum sage ich immer Kegel? Naja, ich habe mir jetzt hier vorgestellt, es ist n gleich 1. Wenn n größer als 1 ist, dann wird dieses Dreieck ja, zu einem Kegel und die Bedingung bleibt im Grunde genau dieselbe. Okay, daraus können wir zwei für uns sehr wichtige Folgerungen ziehen. Und zwar einmal, wir haben ja einmal diese Aufgabe gehabt, die startet bei a und y0. Das heißt also, wir haben die Anfangswertaufgabe mit y von a gleich y0. Jetzt nehmen wir uns, und wir nehmen an, die ist global lösbar. Das heißt also, dieser ganze Kegel hier vorne, der liegt im Definitionsgebiet von f. Okay, dann nehmen wir uns hier mal eine andere Anfangswertaufgabe mittendrin. Das heißt also so ein y von a' gleich y0' und dieses a' y0', das soll irgendwo in diesem Kegel drin liegen. Dann ist auch für diese neue Anfangswertaufgabe existiert dann auch die Lösung ganz bis b. Denn wenn wir jetzt wieder hier vorne den Kegel einzeichnen, dann sehen wir natürlich, naja, der Kegel, der zu dieser Aufgabe gehört, der liegt natürlich ganz in dem alten Kegel. Und das heißt, die Bedingung für globale Lösbarkeit ist auch hier erfüllt. Und tatsächlich existiert auch hier eine Lösung ganz bis rechts zur Seite b. Das heißt also, wir können hier so Teilaufgaben nehmen, auch wir können einen Anfangswert rausnehmen aus diesem Kegel, können die entsprechende Anfangswertaufgabe lösen und auch diese hat eine globale Lösung. Global bedeutet natürlich immer auf dem gesamten Intervall a bis b. Okay, das ist das eine. Und die zweite Aussage ist, das G ist ja offen. Das heißt also, wenn wir dieses Dreieck so ein bisschen nach oben oder unten verschieben, naja, dann bleibt es in G. Ja, es gibt dann in einer ganz kleinen Umgebung von y0, können wir diese Spitze hier nach oben und unten verschieben und das ganze Dreieck bleibt in G, bleibt also im Definition, also das Ganze bleibt im Definitionsgebiet von F. Und das bedeutet, dass diese globale Lösung nicht nur an dieser Stelle y0 existiert, sondern auch noch in einer kleinen Umgebung von y0. Das heißt, wenn wir das y0 ein bisschen verändern, dann verlieren wir diese globale Lösbarkeit nicht. Das ist für uns eine wichtige Aussage, denn wir sagen ja immer, naja, wir kennen alle Werte nicht so ganz genau. Das heißt, es wäre ja eine Katastrophe, wenn wir das y0 ein bisschen falsch haben und dann bekommen wir überhaupt keine Lösung mehr. Aber tatsächlich, wenn wir das y0 nur sehr wenig falsch haben und wir vorher für das richtige y0 eine globale Lösung hatten, dann haben wir für das neue y0-Schlange auch eine globale Lösbarkeit. Okay, und diese ganzen Folgerungen sind für uns eigentlich dann die Begründung dafür, dass wir sagen, ab jetzt müssen wir uns eigentlich um diese globale Lösbarkeit, um diese Existenz und Eindeutigkeit überhaupt nicht mehr kümmern, sondern wir nehmen immer an, dass das Intervall AB